Was war denn hier los? Warte! Oh. Das mit dem Dinosaurier, das stimmt doch gar nicht. Ich wollte doch nur einen Spaß machen und alle sind drauf reingefallen. Pip, jetzt fang nicht auch noch an zu lügen. Kommt mal her, hier sind Abdrücke. Solche Spuren sehe ich zum ersten Mal. Sie könnten von einem Dinosaurier stammen. Das Gute ist, du hast nicht gelogen. Und jetzt wirst du uns alles über den Dinosaurier sagen, was du weißt. Nicht, wenn ihr ihn jagt. Er tut doch gar nichts. Hier sind doch andere Spuren. Die hier stammen von einem Säbelzahntiger. Zwei Tiere haben miteinander gekämpft und sich plötzlich getrennt. Eins wurde verletzt und ist geflüchtet. Die Dinosaurierspuren verschwinden im Wasser. Wir müssen sie finden und erlegen, bevor es zu spät ist. Bohr kommt mit mir. Krumm und Tom, ihr geht da lang. Pip, du gehst sofort nach Haus. Wenn ich zurück bin, reden wir weiter. Ich hatte schon Angst um dich. Die Jäger suchen überall nach dir. Oh nein, du bist verletzt. Warte hier, ich habe eine Salbe zu Hause. Die hole ich schnell. Bis gleich. Tipp, alles in Ordnung? Tö, seit wann interessiert euch das denn? Geht es dem Dinosaurier gut? Nein, er ist verletzt. Ich kümmere mich um ihn. Und dann bringe ich ihn bis hinter den Vulkan. Da kann ihm niemand was anhaben. Warum bringst du dich unnötig in Gefahr? Das ist nur ein Tier, mehr nicht. Ja, vielleicht ist er nur ein Tier. Aber wenigstens ist er nett zu mir. Tipp, warte. Es tut mir leid. Wir hätten dich nicht ärgern sollen. Cory und ich werden ab jetzt zu dir halten. Mammut, Ehrenwort. Du wirst sehen. Gleich geht's dir besser. Komm her, ich will dir doch nur helfen. Du kannst mir vertrauen. Schon besser? Komm mit, hier kannst du nicht bleiben. Es wird bald dunkel. Wir sollten lieber ins Dorf zurückgehen und morgen wieder herkommen. Komm mit! Siehst du den Vulkan dort? Da bringe ich dich hin. Dann werde ich dich zwar nicht wiedersehen, aber das ist das Beste für dich. Komm jetzt, wir müssen weiter. Willst du noch ein bisschen Salbe? Nein, du bist verletzt. Du kannst noch nicht kämpfen. Schnell, runter. Hier wird uns niemand aufspüren. Kommst du? Keine Sorge. Solange wir im Dorf bleiben, kann uns nichts passieren. Wir werden ein großes Feuer machen, um die Raubtiere fernzuhalten. Wie geht's, Tipp? Wie meinst du das? War er nicht bei dir? Tipp war schlecht. Er wollte nach Hause und sich hinlegen. Oh, Tipp. Ich weiß, du hast den Dinosaurier lieb gewonnen. Aber er ist gefährlich, verstehst du? Wir müssen ihn loswerden. Du wirst neue Freunde finden und... Lass ihn. Morgen wird's ihm bestimmt wieder besser gehen.
Wir müssen noch einen Namen für dich finden. Wie wär's mit Vulkanosaurus? Oder Tipposaurus? Dinosauri? Super Dino? Megazahn? Fällt dir vielleicht was ein? Ist gar nicht so einfach. Jetzt sind wir gleich da. Du hast recht. Nachts sollte man lieber nicht auf den Vulkan steigen. Auch eine? Eine! Ach, weißt du, selbst wenn wir uns morgen wieder trennen müssen, ich fand's echt toll, einen Freund wie dich zu haben. Guten Morgen, Tip. Zeit aufzustehen. Tip? Tip, hast du gehört, was ich... Oh! Tom! So wie das Geräusch, das du beim Rennen machst. Deine Wunde ist verheilt. Das ist ja super. Kannst du losgehen? Tum Tum? Wisst ihr, dass das schlimm ausgehen kann? Tip ist in großer Gefahr. Wir haben ihm versprochen, nichts zu sagen. Und wir wollten doch nicht, dass ihr dem Dinosaurier was tut. Kaum taucht hier irgendeine Riesenechse auf, schon dreht sich alles nur noch um dieses Matschauge. Wir wissen nichts über dieses Tier. Das könnte uns leicht gefährlich werden. Ihr wollt doch nicht, dass Tip etwas Schlimmes passiert. Oh, bitte, ich mache mir solche Sorgen um ihn. Er wollte zum Vulkan mit dem Dinosaurier. Boah, komm, Tom, da, kommt, wir müssen ihn finden. Wir haben's versprochen. Ich komme mit. Tut mir leid, Cory, aber Sie haben recht. Tip hat gesagt, dass der Dinosaurier nichts tut und ich glaube ihm. Den sind wir los. Heute gibt's zum Abendessen Dino-Eintopf. Ihr seid echt sowas von bescheuert. Ich weiß nicht, wie ich mit euch befreundet sein konnte. Ihr doofen Flohbirnen. Was ist denn jetzt? Was habe ich gesagt? Kommt schon, da hinten ist es. So, da wären wir. Hier bist du in Sicherheit. Ich werde dich wirklich sehr vermissen. Leb wohl, Tum Tum. Nein! Ich werde jetzt wieder zurückgehen. Und du bleibst schön hier, alles klar? Nein, du sollst hier bleiben. Hier. Hier. Geh zurück. Du sollst weggehen. Du sollst weggehen. Ich will dich nie wiedersehen. Du riesiger, dummer Dinosaurier. Los, geh weg. Los, jetzt verschwinde endlich. Glaube ich ja wohl nicht. Ich hab doch gesagt, du sollst... keine Bewegung. Mietz, Mietz, Mietz. Hilfe! Wage es ja nicht, meinen Sohn anzugreifen. Mama! Nein! Tim, geh aus dem Weg. Los! Tip! Was soll das? Was machst du denn? Tip, lauf schnell weg. Du findest genug andere Beute im Wald. Verschwinde! Los!
Ja. Seht euch das Seht an! Euch der Dinosaurier! Tom-Tom! Ja! Tom-Tom! Komm her! Das ist die Chance, beide zu fangen! Jetzt oder nie! Los! Nein! Bitte nicht, Tom-Tom! Der Dinosaurier hat uns gerettet. Ihr werdet ihm nichts antun. Danke, Tom-Tom. Du hast uns das Leben gerettet. Tip, geh sofort da weg! Nein! Er ist doch nett zu mir. Und er würde mir niemals wehtun. Er ist mein Freund. Bitte, ihr könnt mir doch nicht meinen Freund wegnehmen. Freundschaft mit einem Dinosaurier? Was für ein Unsinn! Gut, es ist zwar außergewöhnlich, aber hiermit erlaube ich Tom-Tom, den Namen hast du ihm ja gegeben, hier in unserem Tal zu bleiben. Unter der Bedingung, dass er sich niemals unserem Dorf nähert. Oh, tausend Dank! Danke, Aaron! Juhu! Tip, ist alles in Ordnung? Na, Matschauge. Bist du traurig, weil du auf deinen Gecko-Kumpel verzichten musst, hä? Tut mir leid, wenn ich dich enttäusche, aber Aaron hat gesagt, er kann hier im Tal bleiben. Du kannst sagen, was du willst. Ich habe einen Dinosaurier als Freund. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen einem kleinen Jungen und einem Dinosaurier. Seitdem haben sich weder Tip noch Tum-Tum jemals wieder einsam gefühlt. Sie haben großartige Abenteuer zusammen erlebt und die besten stehen ihnen noch bevor.